Jens Söring hatte Täterwissen und das bedeutet, dass er schuldig sein muss. Das höre ich immer mal wieder und darum geht es heute in diesem Video. Täterwissen, die Fehler in meinem Geständnis und ein Faktencheck. Bevor wir in dieses Video reinkommen, möchte ich euch warnen, es enthält eine Menge Fotos vom Tatort, die ziemlich schwer zu verdauen sind. Die sind wirklich schlimm. Wenn ihr unter 18 seid, solltet ihr euch dieses Video nicht ansehen. Und wenn ihr durch Blut oder solche Sachen vielleicht getriggert werden könntet, solltet ihr auch abschalten. Dieses Video ist dann nicht für euch. Okay? Und jetzt geht's vorwärts mit den Themen Täterwissen, Fehlern im Geständnis und Faktencheck. Fakt ist, ja, ich hatte Täterwissen. Aber nein, das bedeutet noch lange nicht, dass ich schuldig bin. Ich habe das Täterwissen erhalten von der wahren Mörderin. Noch in der Tatnacht kehrte sie zu mir zurück, erzählte mir davon und dann verbrachten wir mehrere Stunden zusammen und haben ein falsches Geständnis zusammengebastelt, welches Täterwissen enthielt. Damit wollte ich die Polizei überzeugen, dass ich die Tat begangen hatte, um das Leben der wahren Mörderin zu retten. Und so kam es dann auch, mehr als ein Jahr später, nach unserer Verhaftung, legte ich im Juni 1986 ein Geständnis ab mit Täterwissen, was ich von der wahren Täterin erhalten hatte. Und das hat dann auch die Polizei überzeugt, dass ich der Täter war, obwohl das gar nicht stimmte. Noch einmal, Täterwissen hatte ich, aber ich war nicht der Täter. Ich hatte nur mit der Täterin gesprochen. Und jetzt schauen wir uns die Fehler im Geständnis an. Dabei solltet ihr euch fragen, wenn das Geständnis wahr gewesen wäre, warum enthielt es so viele Fehler, so viele Ungereimtheiten? Kann diese Geschichte stimmen? Oder ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass ich jetzt die Wahrheit sage, wenn ich behaupte, dieses Geständnis ist erstunken und erlogen, vollkommen frei erfunden? Aber das könnt ihr entscheiden, auf der Grundlage der Fehler im Geständnis, die wir nun gemeinsam durchgehen werden. Der erste Fehler ist die Kleidung des Opfers Nancy Hazen. Hier seht ihr einen Auszug aus dem Verhörprotokoll. Wie immer hänge ich euch das unten an, denn so macht man das in einem echten Faktencheck. Man liefert dann auch die Dokumente. Hier seht ihr, ich habe gesagt, Nancy Hazen trug Jeans. Und jetzt schaut euch das Tatortfoto an. Hier seht ihr es. Das ist Nancy Hazen. Diese arme Frau trug natürlich keine Jeans, sondern einen blauen Morgenrock. Und hier handelt es sich eigentlich um zwei Fehler. Der erste ist, dass ich die Kleidung falsch beschrieben habe. Ich sagte Jeans, aber sie trug einen Morgenrock. Jetzt wird mir nachträglich gesagt, dieser Fehler sei gar kein echter Fehler. Ich sei schockiert gewesen, quasi im Trauma, berauscht von Mordeslust und Alkohol und deshalb sei meine Erinnerung an die Kleidung so schwach. Aber das ist natürlich vollkommener Unsinn. Laut meinem Geständnis, dem falschen Geständnis, verbrachte ich eine halbe Stunde mit den Opfern. Wir haben zusammen angeblich Alkohol getrunken und zusammen gegessen. Während all dieser Zeit konnte ich sehen, was Nancy Hazen trug, nämlich keine Jeans. Und da war ich ja noch gar nicht betrunken. Angeblich fing ich ja dann erst an zu trinken. Alkoholrausch und Mordlust sind also keine Erklärung dafür. Ich wusste es einfach nicht, weil ich nicht da war. Und der zweite Fehler, den man hier sehen kann an diesem Bild, was ich euch gerade eben gezeigt habe, ist, dass es ein Morgenrock war. Überlegt euch das mal. Das war jetzt nicht 2022, sondern 1985. Ganz andere Zeiten. Ja? Ich kannte Derek und Nancy Hazen nicht. Ich hatte sie einmal getroffen, etwa zwei Monate vorher, in einem Restaurant in Charlottesville. Da haben wir 30 bis 45 Minuten zum Mittagessen zusammen verbracht. Und dann, anderthalb bis zwei Monate später, soll ich angeblich aufkreuzen bei ihrer Tür, in der Dunkelheit, es war Nacht, und sie machen auf und lassen mich rein in ihr Haus, einen fast vollkommenen Fremden.
Und Nancy Hazen ist nicht mal richtig angezogen. Sie trägt einen Morgenrock. Liebe Leute, das passierte damals nicht. Ja? Damals ließ man Fremde nicht einfach so in sein Haus rein und man empfing sie auch nicht in einem Morgenrock. Die Tatsache, dass Nancy Hazen einen Morgenrock trug, bedeutet, dass sie ihren Besucher kannte, ziemlich gut kannte. Das war entweder ein Familienmitglied oder ein enger Freund. Aber es war nicht ein Fremder, so wie ich. Da hätte sie sich umgezogen, dann hätte sie sich tatsächlich Jeans angezogen. Aber das geschah ja offensichtlich nicht, denn ihr habt das Foto gesehen. Schauen wir uns den zweiten Fehler in meinem Geständnis an. Hier seht ihr das Prozessprotokoll. Ich habe der Polizei gesagt, ich saß mit dem Rücken zum Fenster. Am Kopf des Tisches saß Derek Hazen und gegenüber von mir, links von Derek Hazen, saß Nancy Hazen. Und jetzt schaut euch dieses Foto an. Da seht ihr, wo das Fenster ist. Und jetzt schaut euch den anderen Winkel an. Und ihr könnt sehen, an diesem Platz ist kein Gedeck auf dem Tisch. Das Gedeck ist nur an Dereks Platz und an Nancys Platz. Aber nicht da, wo ich behauptete, gesessen zu haben. Gehen wir weiter. Der dritte Fehler in meinem Geständnis. Hier seht ihr wieder eine Prozessprotokollseite. Ich behauptete, ich sei aufgestanden von diesem Sitz mit dem Rücken am Fenster und versuchte, hinter Derek Hazen das Zimmer zu verlassen. Aber er stand auf und schob mich gegen die Wand. Ich schlug mit dem Kopf auf und wurde schrecklich wütend. Jetzt guckt euch bitte dieses Foto nochmal an. Das haben wir gerade eben schon gesehen. Aber dieses Mal schaut mal, was da steht. Vor der Wand, in der Ecke. Da steht eine Truhe. Jetzt im nächsten Foto habe ich ein bisschen nachgezeichnet, damit ihr sie wirklich gut erkennen könnt. Und hier ist noch ein weiteres Foto, wo ihr die Truhe sehen könnt. Man kann nicht gegen die Wand in der Ecke geschubst werden. Da steht eine Truhe vor. Das ist nicht möglich. Das ist ein Fehler in meinem Geständnis. Und jetzt nachträglich, Jahrzehnte später, wird anscheinend von manchen Menschen behauptet, okay, das mit der Ecke geht nicht, aber vielleicht wurde er ja gegen das Fenster geschubst oder gegen den Kaminsims. Schauen wir uns das Foto nochmal an. Ja? Wenn ich gegen dieses Fenster geschubst worden wäre, dann würde man das sehen an den Gardinen. Ist aber nicht. Auch ist das Glas nicht zerbrochen. Und nochmal, das ist gar nicht das, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, ich sei gegen die Wand geschubst worden, nicht gegen ein Fenster. Die zweite alternative Theorie, die jetzt mir vorgeworfen wird, ist, vielleicht wurde ich ja gegen den Kaminsims geschubst. Guckt es euch nochmal an. Da ist gar kein Platz zwischen dem Tisch und dem Kaminsims, um da jemand dagegen zu schieben. Die sind viel zu eng aneinander dran. Außerdem, der Kaminsims, könnt ihr ja von der Höhe des Stuhls sehen, der ginge bis etwa hier. Da kann man gar nicht mit dem Kopf dagegen schlagen. Und das nächste schaut oben auf den Kaminsims. Da sind alle möglichen Karten drauf zu sehen. Ja, die offensichtlich Grußkarten, die da so reingesteckt worden waren. Wenn ich gegen den Kaminsims geschubst worden wäre, wären die Karten runtergefallen. Aber noch einmal, hier wird mein Geständnis nachträglich umgebaut von Menschen, die erkannt haben, das mit der Wand kann nicht stimmen, also müssen wir eine andere Erklärung finden. Das ist aber nicht das, was ich gesagt habe. Ich habe nicht Fenster gesagt, ich habe auch nicht Kamin gesagt, ich habe Wand gesagt. Und Wand geht nicht wegen der Truhe. Das ist ein Fehler im Geständnis. Nun schaut euch diese nächste Protokollseite an. Da sage ich, dass ich hinter Derek Hazen getreten bin und ihm die Kehle durchschnitten habe. Das ist eine schreckliche Aussage. Es ist ganz schlimm. Es ist ganz schlimm. Aber hier geht es nicht darum, ob die Aussage schlimm ist, ja, sondern ob sie mit den Tatsachen vor Ort übereinstimmt. Darum geht es hier. Stimmt das überhaupt, was ich da gesagt habe? Bitte schaut es euch nochmal genauer an. Ich habe gesagt, ganz viel Blut floss dann in seinen Schoß rein.
Hier seht ihr eine Protokollseite wieder, wo nochmal gesagt wird, dass ich darüber bestürzt war, wie viel Blut in den Schoß des Opfers hineinfloss. Kann das stimmen? Schaut euch bitte dieses Foto an. Da seht ihr den Stuhl. Und der Sitz des Stuhls ist fast vollkommen weiß. Da ist kein Blut zu sehen auf dem Sitz des Stuhls. Offensichtlich saß da niemand, der mit Blut überschüttet wurde. Die Fakten am Tatort stimmen nicht überein mit dem, was ich der Polizei gesagt habe. Nochmal, ihr solltet euch fragen, kann diese Geschichte, so wie ich sie erzählt habe, überhaupt stimmen? Kommen wir zum nächsten Fehler in meinem Geständnis. Ihr seht hier auf der Prozessprotokollseite, ich behauptete, danach sei dann Nancy Hasem auf mich zugerannt gekommen mit einem Messer in der Hand und dann hätten wir drei um Leben und Tod gekämpft. Sehr gewalttätig, direkt da im Esszimmer am Tisch. Kann das stimmen? Ich glaube nicht. Schaut euch nochmal den Esszimmertisch an. Und jetzt schaut euch eine Nahaufnahme von dem Gedeck, was Nancy Hasems Gedeck sein soll, an. Da liegt ein Messer auf ihrem Gedeck. Diese Geschichte, dass Nancy also ein Messer ergriff und auf mich losging, kann so nicht stimmen. Das Messer liegt noch auf dem Tisch. Und jetzt schaut euch bitte den Tisch selber an. Guckt mal. Da stehen Kerzenstände auf dem Tisch und es steht ein Weinglas auf dem Tisch. Wenn tatsächlich dort ein Kampf um Leben und Tod stattgefunden hätte, dann wäre man gegen den Tisch gerempelt und das wäre alles umgefallen. Schaut nochmal, gleiche Foto. Oben auf dem Kamin sind es, die ganzen Karten. Wenn dort ein Kampf um Leben und Tod stattgefunden hätte, wären die Karten auch alle heruntergewischt worden. Irgendetwas ist da passiert, denn man sieht ganz viel Blut auf dem Boden. Aber es war nicht ein Kampf um Leben und Tod. Dafür sieht der Tisch viel zu ordentlich aus. Kann nicht passiert sein. Jetzt schauen wir am Ende dieses Kampfes an, was da passiert sein soll. Auf dieser Prozessprotokollseite seht ihr, ich habe behauptet, am Ende des Kampfes habe Derek mich angeschrien. Mein Gott, du musst verrückt sein, Mann. Steht so im Protokoll. Kann das stimmen? Hier ist ein Bild von der Skizze des Gerichtsmediziners, wo er die Wunden an Derek Nasems Nacken, Hals zeigt. Ja? Kann ein Mensch, der solche entsetzliche Wunden erlitten hat, und die sind ja wirklich schrecklich, kann ein Mensch, der solche Wunden erlitten hat, noch schreien, Worte artikulieren? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Jetzt schauen wir uns an, was ich ausgesagt habe in diesem falschen Geständnis zur Position der Opfer. Die Polizei wollte, dass ich ihnen eine Zeichnung mache, wo die Opfer waren. Das habe ich auch getan. Hier seht ihr die Zeichnung. Aber sie stimmt nicht überein mit der Position von Derek Hasem, wo er tatsächlich gefunden wurde. Hier ist eine Skizze der Polizei. Da seht ihr, wo er tatsächlich gefunden wurde. Und jetzt habe ich die beiden Bilder nebeneinander. Links könnt ihr sehen, wo ich Derek Hasem eingezeichnet habe. Ja, und zwar horizontal in der Tür zwischen dem Esszimmer und dem Wohnzimmer. Und rechts könnt ihr sehen, wo er tatsächlich gefunden wurde. Das ist im gleichen Bereich, aber in einem anderen Zimmer, nämlich im Wohnzimmer. Und er lag vor der Tür zwischen dem Wohnzimmer und dem Esszimmer. Das ist ein Fehler. Das stimmt so nicht. Wenn man jemanden ermordet, wird man wissen, wo. Aber offensichtlich wusste ich es nicht. Ein weiterer Fehler in meinem Geständnis seht ihr hier auf dieser Prozessprotokollseite. Ich habe gesagt, ich habe das Licht, das Außenlicht im Haus ausgeschaltet. Aber das stimmt nicht. Hier seht ihr
in dieser Prozessprotokollseite eine Aussage von einem anderen Polizisten, Clarence Mayhew. Er war tatsächlich der erste Kriminalbeamte vor Ort. Und er hat gesagt, die Außenbeleuchtung war immer noch an. Kann diese Geschichte wahr sein? Ich sage nein. So. Viele der Sachen, die ich euch gerade gezeigt habe, kann man vielleicht so oder so auch als Meinungssache interpretieren. Jetzt kommen wir zu Fehlern in meinem Geständnis, die nicht Meinungssache sind, denn es geht um Forensik. Und Forensik ist nicht Meinungssache. Schauen wir uns das mal an. Der erste Fehler, und es ist wirklich ein gigantischer, ja, wirklich ein großer Fehler. Ich habe der Polizei eine Geschichte erzählt mit drei Personen. Ich, Derek Hasten und Nancy Hasten. Der Mörder und zwei Opfer. Rein logischerweise hätte die Polizei drei Blutgruppen am Tatort finden müssen. Das hat sie aber nicht. Die Polizei hat vier Blutgruppen am Tatort gefunden. Das Gutachten habe ich euch in einem anderen Video angehängt, in seiner vollen Länge. Hier schauen wir nun mal auf die Testergebnisse am Ende. Hier seht ihr die Blutgruppen A und AB. Das sind die Blutgruppen der Opfer. Auf dieser Seite und auf der nächsten Seite seht ihr das Blut der Blutgruppe 0. Und hier auf der vierten Seite seht ihr das Blut der Blutgruppe B. Nochmal, eine Geschichte mit drei Personen, aber vier Blutgruppen am Tatort. Kann nicht stimmen, liebe Leute. Da passt was ganz und gar nicht. Jetzt befassen wir uns mit den Luminol-Untersuchungen, denn die sind ganz interessant. Schaut euch dieses Foto mal an. Das ist ein Luminol-Foto der Dusche im Haus. Ja? Luminol ist eine Chemikalie, die mit Blut reagiert. Wenn man das drauf sprüht und dann mit ultraviolettem Licht beleuchtet, dann kann man Blut sehen, auch wenn es vor Monaten hinterlassen wurde und gar nicht mehr mit dem nackten Auge zu erkennen ist. Ganz, ganz schwache Blutspuren kann man mit Luminol noch erkennen. Wenn es ganz, ganz stark blau leuchtet, so wie hier, dann ist das eine ganze Menge Blut und es ist ziemlich frisch. Ja? Und was ihr hier sehen könnt, ist, dass jemand ganz offensichtlich Blut in der Dusche abgeduscht hat. Die Opfer werden es nicht gewesen sein können, es muss ein Täter gewesen sein. Aber in meinem Geständnis steht nichts, gar nichts darüber, dass ich angeblich Blut abgeduscht habe. Nun habe ich gerade eben gestanden, zwei Menschen getötet zu haben. Warum soll ich nicht dann auch noch sagen, dass ich mich danach geduscht habe? Viel schlimmer kann es ja nicht werden. Ich hätte es gesagt, wenn ich es gewusst hätte, aber ich wusste es nicht. Deshalb fehlt das in meinem Geständnis. Das mit der Dusche, das ist Täterwissen, was ich nicht hatte, weil ich nicht da war. Ja? Jetzt seht ihr hier eine Protokollseite. Da wird beschrieben, dass ich ins Auto stieg, in das Fluchtauto, das sogenannte, ja, mit blutiger Kleidung. Und jetzt seht ihr eine weitere Prozessprotokollseite. Und hier seht ihr nochmal eine Prozessprotokollseite. Da wird beschrieben, dass meine Hand ganz stark blutete im Auto. Ja? Drei Prozessprotokollseiten. Es sollte Blut im Auto sein. Aber dieses Auto wurde ebenfalls mit Luminol untersucht. Und zwar von Chuck Reed. Hier seht ihr ihn. Das war damals der leitende Ermittler der Mordkommission. Und er hat gesagt, er habe gar kein Blut gefunden. Hier seht ihr das in seinem Brief an den Gouverneur. Auch das wird jetzt in Frage gestellt. Ich kann nicht ganz verstehen, warum. Denn hier kommt der Clou. Der zweite führende Ermittler, nachdem Chuck Reed in Ruhestand trat, der zweite führende Ermittler, Ricky Gardner, der dann seine ganze Karriere auf diesem Fall aufgebaut hat, gab 2013 ein Radiointerview. Ihr seht es hier. Und in diesem Radiointerview erzählte Ricky Gardner von der Luminol-Untersuchung. Er sagte, Luminol sei unfassbar empfindlich. Wenn es nur den kleinsten Tropfen Blut gegeben hätte im Auto, hätte man ihn gefunden, aber es war kein Blut im Auto. Und das sagt
Ricky Gardner, der zweite leitende Ermittler in diesem Fall. Die beiden leitenden Ermittler, der erste Chuck Reed und der zweite Ricky Gardner, stimmen also überein, dass es kein Blut im Auto gab. Und deshalb ist es für mich unerklärlich, warum das jetzt in Frage gestellt wird. Jahrzehnte später, obwohl die beiden sich einig sind. Es gab kein Blut im Blutauto, Fluchtauto. Und das kann nicht stimmen, laut meiner Aussage im Geständnis, wo ich davon sprach, dass ich blutige Klamotten anhatte und selber noch stark an der Hand geblutet habe. Kann nicht stimmen. Und jetzt kommen wir zu dem vielleicht größten Fehler in meinem Geständnis. Es geht um die Wunden. Hier seht ihr an der Prozessprotokollseite, ich habe der Polizei gesagt, ich habe mich geschnitten. Ja? Dann müsste man mein DNA am Tatort finden. Ist aber nicht gefunden worden. Hier seht ihr nochmal das DNA-Testergebnis von 2009. Ich habe es in einem anderen Video über DNA-Tests angehängt. Hier ist der Auszug. Und hier könnt ihr sehen, Jens Söhring und Elizabeth Hasten sind als Quelle ausgeschlossen. Mein DNA wurde nicht gefunden. Obwohl ich doch angeblich verwundet wurde am Tatort. Wie kann das sein? Es kann nicht sein. Schauen wir uns das mal näher an. Hier seht ihr eine Nahaufnahme von dem DNA-Gutachten. 6FE. Ja, das ist eine der Proben der Blutgruppe 0, wo ich definitiv ausgeschlossen wurde. Ja? Jetzt schaut euch mal an, wo das gefunden wurde, das 6FE. Hier ist eine Tatortskizze von der Polizei. Und ihr seht, 6FE ist auf dem Griff der sogenannten Screen Door. Das ist so eine zweite Außentür. Das in den Südstaaten der Vereinigten Staaten haben das viele Häuser. Die haben die Haustür und dann so eine Tür mit einem Fliegengitter davor. Das ist die Screen Door. Und dort auf dem Griff der Screen Door könnt ihr sehen, ist 6FE. Hier seht ihr ein Foto von der Haustür und ihr könnt sehen, die Haustür ist geschlossen, aber die Screen Door ist offen. Müsst ihr genau hingucken. Da seht ihr die Screen Door. Und hier, liebe Leute, in dem letzten Foto seht ihr ein Foto von 6FE. Das ist 6FE. Das ist das Blut auf dem Griff der Screen Door, der Fliegengittertür. Das ist 6FE. Ja? Und das ist Täterblut. Aber es ist nicht mein DNA. Und so, liebe Leute, macht man einen richtigen Faktencheck.